Karin. Wir sind im Mörser Schlosspark und hinter mir sieht man das Schwanenpärchen, das im letzten Jahr 7 Schwanenkinder bekommen hat. Und die sind zum Schrecken aller Mörser verschollen. Darüber haben sich Mörser empört und haben sich zusammengetan, um für das diesjährige Festival eine Schwanenwache zu organisieren. Sie hatten 2 Zelte hier am Platz, die rund um die Uhr das einzige Schwanenbaby, was in diesem Jahr zur Welt gekommen ist, bewachen wollten. Leider ist dieses Schwanenbaby aber vorgestern Nachmittag todkrank aufgefunden worden. Man hat es noch zum Tierarzt gebracht, aber es hat nicht geholfen. Und die Ursache dafür war, dass gutmeinende Menschen dieses Schwanenbaby gefüttert haben und es da zu einem Darmverschluss gekommen ist, an dem es dann eben letztlich gestorben ist. Sodass es auch in diesem Jahr trotz des Einsatzes der Menschen wieder zu keinem Nachwuchs der Schwäne im Mörser Schlosspark gekommen ist.